Marc Chagall fällt in der Kunstgeschichte nicht nur dadurch auf, dass er beinahe 100 Jahre alt geworden wäre. Er ist auch einer jener Künstler, die sich keiner Kunstströmung des frühen 20. Jahrhunderts eindeutig zuordnen lassen. Von Künstlerkollegen wurde Chagall oft als Maler-Poet bezeichnet. Neben Ölgemälden schuf er Glasfenster für Kathedralen, großformatige Wandgemälde und Bühnenbilder für Theater. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Thank you.